Ja, oh Gott, so gut. Tag, Freunde. Bevor dieses Video beginnt, kurzer Hinweis: Ich streame jeden Mittwoch, Freitag, Samstag auf twitch.tv/GCN. Ja, hier ist die Adresse eingeblendet, auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr deinen Follow da lassen würdet und dann halt bei den Livestreams mal einschalten würdet. Also, ja, sprich an alle, die schon mal einen Livestream von mir gucken wollten, dann ist eure Gelegenheit. Und ja, Leute, ich hoffe mal, ich sehe euch dann in einer meiner Livestreams wieder. Und ja, jetzt ab mit dem Video. Tja, Freunde, herzlich willkommen zu einem Video. Hier zum nächsten Warzone-Update. Ja, heute war ein ziemlich großes Update tatsächlich, denn von nun an gibt es in Warzone Lobbys mit 200 Leuten, ne? Zumindest bei Quads. Ich muss mal gucken, ob es ganz auch bei Solos ist. Wenn nicht, dann sag ich mir Bescheid. Da ich auch Quads spielen, das ist ein bisschen, ist natürlich ein bisschen blöd, aber it is what it is. Im Gulag selber gibt es auch neue Waffen, wie zum Beispiel Sniper. Und zudem wurden auch einige andere Waffen gebalanced. Mehr dazu könnt ihr in den Patch Notes erfahren. Also, ja, was euch für Call of Duty interessiert, dann könnt ihr euch die gerne durchlesen. Ne? Aber, ja, kurz, um kurz die Frage zu beantworten: Es ist das nächste 30 GB Update. Ich weiß auch nicht, warum wir es nicht hinkriegen, das einfach mal klarer zu machen. Denn ich meine, so groß ist das Update ja schließlich nicht. Und ich meine, Firmen wie Fortnite kriegen das auch um einiges kleiner hin. Da ist dann zum Teil genauso viel drin. Bloß halt, dass das Update sogar dreimal so klein ist. Also, ich muss mal, also ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch drüber, warum Call of Duty da immer nur so 50, 30, 40 GB Updates raushauen kann. Aber so ist es normal. Also etwas, was ich auf jeden Fall schon mal bei Warzone sagen muss, ist, dass das Spiel extrem nice ist, mittlerweile. Allerdings wird das Spiel wirklich, wirklich doll mal einen neuen POI vertragen, ne? Weil die Map hat sich halt seit dem Anfang von Warzone nicht verändert. Und während das auch andere Spiele am Anfang genauso wenig getan haben, ist dennoch die Konkurrenz da, wie zum Beispiel Fortnite, die jetzt gerade Season 3 rausgehauen haben mit riesigen Map-Changes und so weiter und so fort. Und da sind die wenigen POIs, beziehungsweise einfach der Fakt, dass gar keine POIs neu dazu addiert werden oder halt einfach geändert werden, ne, ist da immer ein bisschen blöd. Okay, also, ich werde es mir am besten versuchen, hier nicht zu sterben, logischerweise. Allerdings werde ich auch versuchen, mindestens einmal in den Gulag zu kommen, denn im Gulag gibt es neue Waffen, also nicht immer eine neue Waffe, aber da gibt es jetzt neue Waffen. Und damit ich auf jeden Fall mal ausprobieren, was da jetzt eine neue, sehr gute Waffe ist. Da ist auf jeden Fall einer. Jo. Sehr schön. So, zwei Kills. Ich kann. Ja, Gott, oh Gott. Okay, gut, das war ein bisschen knapp, ich ja zu. Also die M13 ist gar nicht so schlecht. Zumindest für mich jetzt gerade. Ein bisschen vorsichtig vorgehen hier. Das heißt vorsichtig. Sehr schön. Okay, schön. So. Alter, 4 Kills. Was geht denn ab gerade? 5 Sekunden des Spiels und ich bin jetzt auch fast tot. War knapp. Okay, es war gerade mal knapp. Also, doch. Okay. Fall. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das ist nicht neu. Nee, das ist nicht neu. Da vorne ist auf jeden Fall einer. Jo. Ansonsten, Leute, gebt noch oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo auf diesem Kanal da, Glocke aktivieren, um kein einziges Video dazu verpasst. Und ja, wie schon am Anfang gesagt, ich streame jeden Mittwoch, Freitag, Samstag auf Twitch. Mich echt freuen, wenn ihr mal einschaltet. Und ja, Leute, wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Oder einem neuen Livestream wieder. Oder aber auch immer wieder. Haut rein und ciao. Stirb!
mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Nein! Ich sehe. Ah, da ist er. TF? Was war das denn? Was war das denn gerade schon wieder? Warum in Gottes Namen nimmt er sein Gleiter raus? Ich will gar nicht wissen, ne? Weil er einfach so umfällt, weil er mich einfach rusht. Warum rusht du mich, Junge? Oder vorne, um den mache ich sowas von. Jo, nice. Das heißt, oh, hier ist aber noch ordentlich Action am Laufen. Junge, Junge. Und umgefahren. GG, Junge. Oh Gott. Okay. GG an dich an der Stelle. Alles klar, Junge.